Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen, Herr Wüst, dass Sie entgegen der Ankündigung im Antrag dann doch sehr das Thema auf eine sachliche Ebene zurück diskutiert haben. So kenne ich Sie gar nicht. Sie haben mich, muss ich gestehen, nach all den Jahren wirklich überrascht. Aber im Grunde genommen ist das auch dem ganzen Verfahren sehr dienlich, weil der Beschluss bzw. der Erlass des Umweltministeriums beruht ja auf einer auf dem Verwaltungsverfahrensgesetz, das es 2014 auch mit den Stimmen der CDU hier im Landtag verabschiedet worden. Und zwar war das ja die Grundlage dafür, um E-Government-Strukturen in der Kommunalverwaltung voranzutreiben. Und in diesem Verwaltungsverfahrensgesetz steht drin, hier, und ich darf zitieren, und zwar bezogen jetzt in Richtung Internetzugänglichkeit, und zwar ist durch Rechtsvorschrift eine öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachung angeordnet, soll die Behörde deren Inhalt zusätzlich im Internet veröffentlichen. Also ist auch der Erlass im Grunde genommen keine zusätzliche Belastung oder einzigartig, sondern im Grunde genommen eigentlich nur eine Fortführung dessen, was hier gemeinsam in diesem Hause beschlossen worden ist. Und nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz besteht im Regelfall eine gesetzliche Verpflichtung zur Veröffentlichung von Antragsunterlagen im Internet, sobald eine öffentliche Auslegung fachlich vorgeschrieben ist. Und somit werden die Antragsunterlagen, die durch Auslegung veröffentlicht werden, im Internet zur Verfügung stehen. Und den bisherigen Prozess der Offenlegung hat die Industrie stets mitgetragen, und es ist wichtig, dass das Drängen auf Transparenz und Zugänglichkeit nicht grundsätzlich als Ziel aus dem Auge verloren wird. Und Kollege Brockes, wir haben in der Chemie-Enquete auch darüber diskutiert, wie wir Akzeptanz schaffen, Akzeptanz für Industrie. Wir haben aber auch darüber geredet, dass dieses keine Einbahnstraße ist. Es ist klar, und das ist, wenn Sie auch die ersten Veröffentlichungen vor 2-3 Jahren auch zu solchen Themen wie Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung des Verbands der chemischen Industrie sehen, steht da auch ganz eindeutig drin, dass man die Tendenz vom Shareholder-Value zum Stakeholder-Value nicht auflösen kann. Auch die Industrie hat großes Interesse daran, auch die Öffentlichkeit zu beteiligen. Das steht außer Frage und wird ja auch von niemandem mehr bestritten. Aber das bedeutet für uns nicht, und das ist auch richtig, und deshalb ist dieser Antrag an dieser Stelle auch sicherlich berechtigt, dass wir das Anliegen der Industrie vor der Folie der aktuellen Lage auch ernst nehmen und die Bedenken gegenüber der Veröffentlichung betriebsinterner oder auch sicherheitsrelevanter Daten im Internet möchten wir daher auch sehr gerne im Ausschuss diskutieren. Wichtig ist aber für uns dabei zu differenzieren, welche Informationen der Öffentlichkeit ja in ihrem Bestreben nach Informationen dienlich sind und welche eine Gefährdung des Betriebs oder auch der Bevölkerung mit sich bringen könnten. Und ich will es daher kurz machen. Ich denke, wir werden sicherlich gemeinsam auch eine Lösung finden. So sehe ich es nun mal zurzeit voller Hoffnung. Und ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Herzlichen Dank.